The Sims 4. Mir ist übrigens aufgefallen, ich gucke gerade wieder Parks and Recreations. Und so wie ich manchmal Let's Play sage, das klingt ein bisschen nach Chris Traeger. Kollege? Chris Traeger aus Parks and Recreations. Das war... Fritzel Franz! You are literally the most beautiful person I've seen today. Jibes! Jibes! Okay, haben wir Udo schon angerufen? Ich hab's schon mal vergessen. Meine Post wurde zugestellt. Das ist der Postzustellzaun. Piu! Pipapaparapost. Na, wir schnacken erstmal ein bisschen mit dem Briefmann. Da ist sie! Hallo Luna! Hallo Rakete! Es geht! Nee, nicht Unfug. Hier, Romantik. Er will Techtelmechteln. Da fühlt er sich wohler. Hallo! Er hat sich vor allem noch nie mal wieder angezogen, ja. Sie ist irgendwie um 10 gegangen oder so. Er ruft sie um 12 an. Girl, kommst du vorbei? Bäh. Da ist das Einhorn! Whee. So. Ah, frisch verliebt, ey. The Dream. Er will freundlich zu mir sein. Das ist ja wirklich so, ne? Er möchte einen Witz erzählen. Das kriegen wir doch. Das können wir doch kombinieren. Orange-Dine. Nicht so schnell. Stopp, 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 stopp. Was wollte er machen? Luna küssen? Freundlich zu Luna sein. Das sollte ja wohl gehen. Luna küssen. Und mehr Auswahl. Freundlich. Bitten einzuziehen. Uiuiui. Ne, wir können mal unsere Bewohnung ausdrücken. Es juckt alle nicht, dass er die ganze Zeit in Unterhose rumläuft. Nee. Warum zieht er mittendrin das Kissen unter die Decke? Oh, Alter, diese Arme. Das ist ein Biest. Das ist schon lächerlich, ey. Er möchte ihr einen Wohnungsschlüssel geben. Easy, das ist schnell erfüllt. Dann möchte er joggen gehen und eine glückliche SMS versenden. Und Angela, die freut sich. Mensch, Angela, du übrigens, das Kind, super wird das von uns beiden, aber ich habe jetzt hier mega, mega das Girlfriend am Start und die schnackt auch weiter, während ich SMS verschicke. Wo hat er das Handy eigentlich? Wo ist denn Vorteile des Vegetarismus preisen? Avenue Smishy. Er möchte ja jemanden kennenlernen. Das können wir mit Luna oder Roma machen. Wir kennen die doch noch gar nicht so gut. Was macht sie jetzt? Darf sie jetzt endlich aufs Klo? War die ganze Zeit noch nicht? Oh nee, sie muss. Sie ist das alles nur. Es ist nur Breche. Er möchte eine Mahlzeit kaufen. So, können wir Luna jetzt noch mal kurz kennenlernen, bitte? Ich habe mega Bock auf Sauna übrigens. Aber habe ich immer, ne? Wuxasorf? Joyum Galeb, Mirvalis. And Bay Chilo, Mirbani. And Bay Chilo. Was können wir immer noch mal machen? Ja, aber Ritter haben wir lange nicht gemacht. Ach, wir müssen. Oh, warte mal, wir müssen ja sie daten. Geht das eigentlich noch, wenn man schon zusammen ist? Zuneigung ausdrücken. Da, um Verabredung. Wir müssen nämlich zwei Verabredungen hier mal acen. Ja, lol. Mein anderer Sim hatte ja eine Sauna tatsächlich. Warum kommen eigentlich Funken aus seinem Rücken? Das macht ja ein bisschen Sorge. Froba Chooser? Oh nein, jetzt vergammelt der arme Ritter.
In der Beziehung ist es ganz unromantisch, verbringt keine Abende mehr zusammen. Ja, aber doch nicht so fancy mit weggehen und so. Da sitzt man auf dem Sofa und schreit sich an. Oder geht Beziehung nicht so? Wo gehen wir denn mal hin? Honey Pop? Oder in die Fitte? Komm, wir gehen schön in die Fitte. Das ist wie er rollt. Das ist wie Frenzel rollt. Der macht auch mal ein Date im Fitnessstudio. Da hat er auch schon eine. Mir folgt jetzt Games 1-1. Das ist auch ein schöner Ding. So, was sind unsere Aufgaben? Okay. Romantik. Flirten. Romantik. Flirten. Romantik. Flirten. Sitzen und sprechen. Kann man in diesem Laden irgendwo sitzen? Hier sitzen und plaudern. Easy. Wer bist du denn? Easy. Okay. Ja, komm mit. Komm, wir setzen uns da mal hin. Guck mal, hier kann man auch wunderschön sitzen und kann man sich auch nicht angucken beim Sitzen. Ich könnte eine Rede halten. Oh, könnte ich wirklich. Sigluna Piu. Ey, ich will sitzen und sprechen. Hallo. Federkind, schön, dass du da warst. Lily Blue. Penetrieren hilft doch, oder nicht? Bitte? Bitte, was sagen Sie? So, sie macht hier harte Jumping Jacks. Wir haben noch keine Punkte für unser Date bekommen? Was soll das denn? Hallo, Yunabi. Ey, du, warte mal. Ich wollte... Wo ist sie denn hin? Girl, wo bist du? Oh nein, da kommt Angela. Das ist die Mutter unseres Kindes. Ups. Ah, sie ist im Keller. Kein Problem. Hier können wir doch dann schön sitzen und ein bisschen schnacken. Ach nein, es geht nicht, weil das der Damen-Badeauto ist. Da darf er nicht hin. Darf er da nicht hin? Ey! Hallo! Hallo, junge Frau! Können Sie hier hinkommen? Hallo! Hallo! Oh, shit, da ist Julia, mit der hat mir auch schon was. Uiuiuiuiui! Uiuiuiuiui! Ob du vielleicht mal aus der Damenumkleide rauskommst? Wir sind hier auf einem scheiß Date! Was stimmt denn nicht mit ihr? Gibt's hier wenigstens eine Toilette? Ja. Die kommt nicht aus der Umkleide raus. Was stimmt? Was ist denn da los? Wir gehen zusammen hier hin. Vielleicht geht ja das. Da ist sie ja! Mensch, junge Frau. So, ob wir vielleicht mal ganz kurz knuddeln könnten. Das möchte er nämlich. Und ob wir mal ganz kurz küssen könnten. Ja? Lass dich da jetzt nicht. Ich hoffe, sie wundert sich nicht, dass das alles ein bisschen geplant wirkt. Oha! Oha, da kommt Julia. Nein! Nicht schon wieder! Nein, die hat uns... Nein! Die hat uns doch schon mal beim Fremdgehen erwischt. Oh. Eieieiei, das ist mit einem eigenen Haus auf jeden Fall einfacher. Hat sie? Oh nein, sie hat es schon wieder gemerkt. Hier ist schon das zweite Mal. Sorry.
Ja, die ist jetzt auch da. Musste leidenschaftlich küssen. Gibt's nicht leidenschaftlich. Oh Gott. Das ist ja ganz schrecklich. Ich kann auch über Fitnesstechniken reden und kämpfen üben. Und dann will ich die einheizen. Ah! Oh, Wavine! Dag Dag. So, so. Oh, da ist sie. Oh, die, oh nein, die ist auch noch hochschwanger. Was muss man da machen, um sie leidenschaftlich zu küssen? Muss man da kokett für sein? Krokett, Junge. Da hinten ist gerade ein Hubschrauber gelandet. Dann sind sie schon weg. Okay, wir haben das Hauptziel des Dates geschafft, oder? Okay. Simitor! Das Spiel sagt mir leider nicht, was ich machen müsste, damit ich... Was will er denn? Was will denn Tetsu? Oh, warum haben sie Streit? Ah, okay. Wer bist du denn? Ach, ups. Leidenschaftlich küssen, da ist es. Schnell, schnell, schnell! Das ist ganz schrecklich. Wo ist denn leidenschaftlich küssen? Hat gut geklappt? Hat er vor. Ja, haben wir doch gerade gemacht! Danke. Oh, ich dachte schon. Wer ist Ette? Jetzt müssen wir nur noch kurz sitzen und schnacken. Sitzen und schnacken. Hier kann man auch ganz hervorragend sitzen und schnacken. Oh, nächste Woche kommt Andi übrigens vorbei. Ich arbeite mit dem an einem Projekt. Und weil das sehr, sehr viel Arbeit ist, müssen wir uns dazu treffen. Und dann kommt er vorbei. Und vielleicht streamen wir dann nochmal zusammen. Dann wird der Andi da sitzen oder da. Irgendwo hier ist dann der Andi. Also der Fieser. Metalman war heute im Rewe, da denkt man direkt, es ist Dezember. Ob du dich dazu setzt, du Spacko? Kriegt er das jetzt hin? Wo geht sie denn jetzt hin? Ah, wir gehen alle woanders hin. Okay. So, wir sitzen zusammen und sprechen. Was hat er denn gemacht? Flimmer! Ciao! Wir wollten jetzt hier ein bisschen Sexy Time, weißt du, ich mein. Gilt das nicht als Sprechen, was wir hier machen? Wie, wo ist denn einfach nur Plaudern eigentlich? Tag fragen, das ist bestimmt Plaudern. So, mach mal zügig hier, ihr Schlingels. Sie muss übrigens auch schon wieder aufs Klo. So, das perfekte Date, meine Damen und Herren. Hallo, Torinius. Dobi achtet nicht mehr auf den YouTube-Chat, kein Problem. Achso, das wäre die Gruppe. Energiesaft trinken? Ne, wir wollen... Er will die ganze Zeit joggen gehen, das kann er doch machen. Diese Liebe widert mich an. Er will kalt duschen, weil er zu kokett ist, ey. Er ist ein Krokett, Junge! Lecker Krokett! Wer bist du denn? Ach, Gott, ey. Es ist ein Nachstellerino, ey. Ach, Ette, wer war sie denn eigentlich? Kennen wir die schon? Oh, das ist unsere Schwester! No, Franz, no! Achso, wir müssen jetzt eh warten, bis das Date vorbei ist. Nee, wir... Das Date endet ja von alleine. Sie ist eh auf dem Klo, dann können wir ja joggen gehen, oder? Alter, wie vielen Leuten will der Typ eigentlich seinen Wohnungsschlüssel geben? Den Sandsack kaufen? Joggen gehen hat er gerade. Kalt duschen will er noch. Alter, dieses... Der hat echt ein Problem mit seinem Wohnungsschlüssel, ne? Verabredung abgeschlossen, Goldmedaille! Wir haben eine Belohnung in unserem Hausinventar. Können wir bitte nach Hause gehen?
Zurück nach Hause! Die schwangere Ex hat jetzt bestimmt Selbstmordgedanken, aber ansonsten war das Date perfekt. Ach ja, das war echt schlimm, ey. Kommt ausgerechnet die da hoch, ey. Wie schrecklich. Wie schrecklich pupächlich. Schrecklich pupäcklich. Ist hier irgendwo ein Teenager mit braunen Haaren? Hm? Geht er jetzt gerade nach Hause eigentlich oder was macht er jetzt hier? Ach ne, er ist noch eins joggen. An Joggen ist er noch dran, ne? Können wir gucken, ob wir uns noch irgendwelche Belohnungssachen kaufen wollen. Nachher hat jeder Bewohner einen Schlüssel zu deinem Haus. Die Möglichkeit besteht tatsächlich. Ah, Gott. Was macht er denn? Glaubt er, das ist ein Spiegel? Hier, nimm mal eine Portion und dann legen wir das immer mal weg. Und dann gehen wir mal kalt duschen. Beziehungsweise wir machen das andersrum, dann kann er nämlich erst das Bedürfnis erfüllen. Flöten, flöten, flöten! Am Ende ist auch jede schwanger von ihm. So what? Ja, das stimmt. Er will freundlich zu Luna sein. Ja, guck mal. Ach, er ist aber auch ein glücklicher Dude, ey. Was macht er jetzt? Steht er da und guckt den Kühlschrank an? Er will mit jemandem plaudern. Wir entschuldigen uns mal bei Julia, oder? Du, das war alles überhaupt nicht so, wie du gedacht hast. Das, ich hab dir beim Training geholfen. Die hatte Mandelentzündung und da musste ich kurz helfen. Oh, du hast recht, Obi, er hat noch Hunger, er hat nichts gegessen, der Spacko. Oh, Entschuldigung, Sex. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt einladen sollen. Ich glaube, das ist keine gute Idee, oder? Aber wenigstens ist unsere Lampe süß. Schraub, 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 schraub! So, das sieht ja alles ganz gut aus. Kann man schon mal nochmal verwenden. Do it, let the penis think. Ach, mit Madeline, du Schlingelschuft, Du alter Schlingelschuft. So, jetzt räumt ihr noch ein bisschen auf. Kinder, nach der Folge übrigens werde ich das Spiel wechseln. Danach spielen wir ein bisschen The Hunter Call of the Wild, weil ich, wie gesagt, echt schon ganz schön gar bin, muss ich leider gestehen. Ich bin froh, dass das heute überhaupt geklappt hat. Das finde ich super. Und es macht mir auch nach wie vor immer noch tausend viel Spaß, diese Streamerei. Interessant, ich weiß jetzt nicht, Sims ist eigentlich immer ein bisschen mehr los. Jetzt waren jetzt die ganze Zeit so zwischen 40 und 50 Leuten. Crazy, aber das ist ja eh nicht vorhersehbar, wie Twitch immer abgeht, ey. Vielleicht glauben die Leute, dass ich nur noch Divinity spiele und wissen gar nicht mehr, dass ich noch andere Spiele spiele. So, jetzt hat er noch. Tobi hat sich schon ins Bett gekuscht. Boah, ich freue mich auch mega aufs Bett, muss ich gestehen. So, was sagt denn hier die Zeit? 20. Ich kann es dir nicht sagen, Blade. Ich habe doch gesagt, ich versuche es diese Woche, dann ist mir aber leider echt hart was dazwischen gekommen und Horizon ist halt sehr viel mehr Arbeit als einfach ein normales Let's Play, weil ich halt die PlayStation umbauen muss und den ganzen Scheiß. Deswegen dauert das noch ein bisschen. Ich habe es aber nicht vergessen. Also macht dir keine Sorgen. Dann auch noch dieser böse Smiley, ey. Damn yo! So, er kann auch ein bisschen trainieren. Ich werde es aber auf jeden Fall weiterspielen. Also ich habe mir fest vorgenommen, das durchzuspielen. Und Rimworld müsste ich auch, schon mal dringend mal wieder spielen. Eigentlich tippe ich nur Slash Aloy in den IRC und der haut's raus, ja.
Fritz war auf jeden Fall von der Story begeistert. Ja, mit dem müsste ich, der hat mich ja gerade gefragt, ob ich Lust hätte, einen Talk mit ihm über Star Trek zu machen. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich habe zwei der Star Trek Filme gesehen, aber ich glaube, ich habe noch nie eine ganze Folge, ich habe noch nie eine ganze Folge Star Trek gesehen, da bin ich voll der Banause. Until Dawn, ja, GPI, ich glaube nicht. Ich habe, das mit der PlayStation nervt mich einfach zu sehr. Und es gibt noch so viele Spiele, die ich auf dem PC spielen kann. Da muss ich das mit der PlayStation nicht das machen. Das nervt mich dann immer zu sehr. Und ich benutze die halt, also ich benutze die PlayStation ja so gar nicht. Also ich muss sie dann umbauen und dann den ganzen Quatsch machen und da habe ich dann immer keinen Bock drauf. Da habe ich dann schon mal keine Lust mehr, wenn es dann soweit ist. aber, das ist gut. Ja, aber es gibt auch noch ganz viele andere unglaublich gute Spiele. Ah, so drin, du musst nicht traurig sein. Es gibt doch so viele schöne andere Sachen. Sehr traurig. Oh Mann! Kann ja vielleicht mal reingucken, aber dann zwingst du mich ja es zu spielen. Dann vergesse ich das wieder und dann flirtet er gerade mit seinem Bonsai. Metalman tröstet ihn mit Kuchen, das ist gut. Switch, ne, die Switch reizt mich auch tatsächlich überhaupt nicht. Also vielleicht das neue Mario mal, aber ich habe überhaupt kein Bedürfnis, mir eine Switch zu kaufen, tatsächlich. Ist genau wie heute kam ja noch die Meldung, dass man jetzt bei Amazon scheinbar wieder den Super Nintendo Mini vorbestellen kann. Und das Ding reizt mich auch nicht. Also ich habe die Spiele damals gespielt. Ich bin ja auch gar nicht so der Retro-Typ. Deswegen bin ich da auch echt nicht so, bin ich auch nicht so richtig Zielgruppe. Auch wenn ich ja schon echt Turbo-Nerd bin. Und im Oktober kommt unglaublich viel, da hast du recht, Nerdberry. Und auch so viel. Also zum Beispiel das South Park-Spiel, da hätte ich halt voll Bock, das auch durchzuspielen. Und in dem Herr-der-Ringe-Spiel kann man auch mega viel Zeit versenken. Wenn es denn gut wird, das kann man ja, weiß ich nicht. Die Sachen von den Leuten, die es bisher angespielt haben, die ich gehört habe, waren nicht so doll. Ist schon wieder ausverkauft. Ach, okay. Nee, ich will ihn durch den Bonsai angucken. Das geht nicht. Doch, nee. Yay! Oh. Das erste South Park-Spiel war so gut. Ja, ich fand es auch super. Es war wie eine interaktive Folge. Aber nichtsdestoweniger, liebe YouTuberinos, in diesem Sinne machen wir eine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge und in diesem Sinne bis gleich. Ne?